Herzlich willkommen zu Terra X3. Unser Thema heute, das voranschreitende Artensterben. Verschwindet vielleicht schon bald das nächste Lebewesen von unserem Planeten? Besonders gefährdet ist mittlerweile der sogenannte Mensch. Schon 2030 soll sein natürlicher Lebensraum, hier ganz gut im Bild zu sehen, aufgrund des Klimawandels teilweise unbewohnbar sein. Unser Reporter Steffen Dirks ist mittendrin in der Wildnis auf der Suche nach so einem gefährdeten Exemplar. Steffen. Ja, sie sind eben doch wilde Lebewesen, diese Menschen. Sollten sie tatsächlich aussterben, hat das gravierende Folgen, wie eine Studie der Universität Oxford zeigt. Ohne den Menschen wären tausende Fische gezwungen, ihre Ernährung umzustellen. Von Plastik zurück auf Plankton. Und dann noch viel schlimmer, Millionen Schweine wären plötzlich obdachlos, ganz alleine in der Natur. Die armen Schweine. Und auch die Rudelführer der Menschen, sogenannte Manager oder auch sogenannte Politiker, schaffen es nicht, etwas Entscheidendes für die Rettung ihrer eigenen Gattung zu tun. Hier haben wir so ein Exemplar mal für Sie gefilmt. Ja, und Sie sehen und hören es, obwohl der Mensch selbst für den Klimawandel verantwortlich ist, gelingt es ihm nicht, ihn zu stoppen. Die renommierte Forscherin Dr. Bob hat dieses Phänomen untersucht. Sie ist mir jetzt live zugeschaltet. Frau Dr. Bob, woran liegt's denn? Da gibt es zwei Theorien. Die erste, es liegt am Gehirn des Menschen. Da haben wir in Röntgenaufnahmen den Musculus ignorantis entdeckt. Aha. Komisch. Ich kann da gar nichts erkennen, ehrlich gesagt. Haha, ein Glück. Ich auch nicht. Ja, oder die zweite Theorie. Der Mensch ist einfach nur strunzdumm. Ja, das kapiere ich irgendwie nicht. Ja, aber ist ja auch nur halb so wild. Wir sind doch auch nur Menschen. Ganz kurz mal, dann sterben wir auch bald aus. Nee, wir noch nicht. Nur die Generationen nach uns. Ach, na dann hat es überhaupt gar nichts mit uns zu tun. Also kein Problem. Vielen Dank also an Sie, Dr. Bob. Und das war's mit Terra X3. Ich muss schnell zum Flieger, deswegen schnell zurück zu Christian Ehring.